Wunderbar, neue Gefäße für unsere Experimente. Wo ist Karen? Vielleicht halten die Dämonen einen von euch für tauglich. Immer diese Dämonen. Könnt ihr zu denen nicht einfach mal Nein sagen? Ich bin kein armseliges Mädchen, das einem Dämon weinend in die Arme gelaufen ist. Ich habe sie gesucht und in die Arme geschlossen. Warum habt ihr die Rekruten entführt? Dämonen können nicht nur von Magiern und Leichen Besitz ergreifen. Mit etwas Hilfe können sie jeden kontrollieren, den ich will. Jeden Templer, jeden Adligen, jeden wohlmeinenden Störenfried. Ihr wisst schon, dass ich eine Schneise durch eure Abscheulichkeiten schlagen werde, oder? Gut, gut. Dämonen mögen Kampfgeist. Wenn noch einige weitere Templer den Dämonen anheimfallen, können wir Chaos in ihren Rängen stiften. Wie viele Abscheulichkeiten in ihren eigenen Reihen sind wohl nötig, bis die Kommandantin wahnsinnig wird? Sagt mir, wo Karen ist. Die Experimente benötigen große Mengen an Brennmaterial. Viele lebende Gefäße haben davon nicht genügend. Nutzlose Gefäße taugen noch immer für den Komposthaufen, sind also nicht gänzlich verschwendet. Gut zu wissen, dass ihr im Wahn bellt. Das erleichtert die Sache. Früher hat das Reich von Tevinter die gesamte bekannte Welt umspannt. Die Dämonen waren seine Verbündeten, im Zaum gehalten durch Macht und Wissen. Mit einer Geste vermag ich mehr, als ein Templer in seinem ganzen Leben erreicht. Und doch befiehlt er uns? Absurd. Wir sollten über sie herrschen. Wir sollten über euch alle herrschen. Tötet die Gefäße nur, wenn es nötig ist. Ist es vorbei? Karen. Ja, so heiße ich. Oh, dem Erbauer sei Dank. Ich dachte schon, er hätte mich verlassen. Aber ist das nur Karen? Könnte auch Karen mit Gefährte sein. Einem überaus bösartigen Gefährten. Ich habe nie wirklich verstanden, warum die Leute vor Magiern so viel Angst haben. In unserer Familie gab es zwei. Dich und Bethany. Aber das hier... Andrastes Warnung vor der Magie war berechtigt. Tirani hat sich bewusst für die Blutmagie entschieden. Die meisten Magier sind herzensgute Leute. Glaubst du, das weiß ich nicht? Ich habe einfach nur niemals über ihre Sicht der Dinge nachgedacht. Erst jetzt. Was geschieht jetzt? Könnt ihr irgendwie herausfinden, ob Karen einen Passagier an Bord hat? Eine sichere Methode gibt es natürlich. Was war das denn? Trüge er einen Dämon in sich, hätte der sich soeben verteidigt. Scheint also alles in Ordnung zu sein.
Nur zu, Karen, geht ruhig. Ihr habt genug durchgemacht. Erzählt den Templern nichts. Ich weiß nicht, was sie mit mir machen würden. Bitte. Ich muss zurück. Sagt ihnen, dass es mir gut geht. Sagt meiner Schwester, ich muss gehen. Ihr solltet im Gespräch mit Sir Cullen die Sache mit der Blutmagie nicht zu sehr betonen. Wir können es nicht brauchen, wenn die Templer noch härter durchgreifen. Wisst ihr noch, als wir jung waren? Kommen zwei Zwerge in eine Taverne. Zwei kurze. Sagt der Wirt, das sehe ich, Jungs. Und was wollt ihr trinken? Ihr. Was? Ich frage mich gerade, ob die Federn am Schulterschutz ein unverzichtbarer Bestandteil der Ausstattung eines launischen, rebellischen Magiers sind. Wovon redet ihr da? Ich arbeite an einem epischen Gedicht über einen hoffnungslos romantischen Abtrünnigen, der einen ebenso epischen Kampf gegen Mächte führt, die er unmöglich besiegen kann. Was soll das heißen, unmöglich besiegen kann? Nun, es ist einfach keine gute Geschichte, wenn der Held nicht stirbt. Blutmagier haben sich in eure Ränge eingeschlichen und euren Rekruten Dämonen eingepflanzt. Beim süßen Blut von Andraste. Dämon? Sprach ihr soeben von den Rekruten und den Dämonen? Ich wollte es dir verheimlichen, Mascha. Sie waren schrecklich. Diese Magier betrachten uns alle als Ameisen, die man zertreten muss. Sie werden erst aufhören, wenn sie die Kirche und die Templer endgültig vernichtet haben. Magier werden seit 1000 Jahren systematisch von den Templern misshandelt. Wie könnt ihr das sagen, nach dem, was ihr gesehen habt? Ja, wie kannst du das zu dem Templer direkt vor deiner Nase sagen? Man kann Magier nicht wie normale Menschen behandeln. Sie sind nicht wie ihr und ich. Das ist doch bestimmt etwas übertrieben. Sie sind Waffen. Sie haben die Macht, eine Stadt niederzubrennen, wenn man sie verärgert. Magier sind Menschen und Elfen. Genau wie der Rest von uns. Viele glauben das ihr ganzes Leben lang. Aber wenn nur einer von 10 der Verlockung der Blutmagie erliegt, können sie diese Welt vernichten. Karen, falls ihr nicht beweisen könnt, dass ihr frei von Dämonen seid, muss ich euch umgehend eures Postens entheben. Nein, das glaubt ihr doch nicht wirklich. Karen geht es gut. Er ist sicher. Bitte, Sir, ich habe widerstanden. Ich habe nie etwas genommen, was sie angeboten haben. Ich brauche diese Stellung, sonst hat meine Schwester nichts zu essen. Ich habe eine 5-jährige Ausbildung durchlaufen. Wir haben Karen untersucht. Er ist nicht besessen. Er kann im Orden bleiben. Ich zögere, euch nach den Methoden zu fragen, die euch diesbezüglich so sicher machen. Aber ihr habt viel für uns getan, indem ihr diese Blutmagier überwunden habt. Ich leiste eurer Bitte Folge. Wenn er in den nächsten 10 Jahren keine Anzeichen dämonischer Besessenheit zeigt, kann Karen die volle Ritterschaft zuerkannt werden. Danke, Sarah. Ein weiteres Mal. Aber ohne volle Ritterschaft ist Karens Sold so niedrig. Ich weiß nicht, ob ich euch eine angemessene Belohnung zukommen lassen kann. Darum kümmere ich mich, Fräulein. Ihr habt dem Orden einen großen Dienst erwiesen. Das werden wir nicht vergessen.